nur aus dieser Stadt geworden. Hier herrschte mal Recht und Ordnung. Das war einmal. Das Verbrechen wütet, Katzen verschwinden, die Bürger werden zu Opfern. Oh, hey! Wer hat vor meine Tür gekackt? Was schreist du denn so? Wir hätten sie schützen sollen, die schutzlosen Bürger. Runter vom Auto, du kleiner Pisser! Aber politische Differenzen hatten die Superhelden gespalten. Wir sind zwei Lager im Krieg. Aber Krieg wird unsere Stadt nicht retten. Eine Zeitreise ist meine letzte Hoffnung. Mythen erzählen von alten Zeiten. Von einem König, der sein Reich einte, das von einem mächtigen Stab zerrissen worden war. Hallo, Schatz. Schnauze, Mom. Keine Zeit zu verlieren. Ich reise in die Vergangenheit, verändere die Gegenwart und finde die Katze. Und vielleicht kann ich auch so ungeschehen machen, was aus uns geworden ist. Keine Sorge, das wirkt sich nicht auf den Kampf aus, nur auf dein ganzes restliches Leben. Die Mauren greifen an! Sie sind überall! Lass sie nicht zu unserer Basis! Zu spät! Sie haben das Kastell gestürmt! Sie haben die Basis! Schlag sie zurück! Auf die Mauren! Ihre Rüstung ist zu stark! Sie tragen Fahrradhelme! Wo ist der König? Wir sollten froh sein, dass er hier schon so schnell Freunde gefunden hat. Wir sind hier untergetaucht. Da machen neue Freunde nur Probleme. Du bist ja paranoid. Hör auf mit dem Scheißzeug. Es verändert dich. Oh, dieses Scheißzeug ist aber das Einzige, was das unerträgliche Scheißdasein mit dir erträglich macht. Oh, hallo, mein Schatz. Ich hab dich gar nicht gesehen. Deine Freunde sind unten, Spätzchen. Los, geh spielen. Ja. Sieh mal, du hast ein Handtuch dabei. Hey Mann, ich bin Tauli, dein Spielkamerad. Ich werde dir ab und zu Tipps geben, weil, naja, wer mag denn keine Tipps, stimmt's? Na gut, wir sehen uns später. Come on, Gamesville!
Jeremy weint nicht, Schatz. Ich hab nur was im Auge. Meine Freunde stehen vor der Tür, Schatz. Geh raus zum Spiel. Mein Herr, die dreckigen Mauren wollen Castell Cooper in ihre Gewalt bringen. Du musst kämpfen, Herr. Wir brauchen dich. Mein Herr, ach komm, Alter. Wow, hast du gesehen, wie krass der König ist? Gerade in die Stadt gezogen und wirst gleich König? Ich glaube eher, du bist eine kleine Mutti. Vorwärts kann ich. Erteil ihnen eine Lektion. Mal sehen, wie dir das gefällt, König. Der König ist unbesiegbar. Okay, mach sie richtig fertig. Wir können ihn nicht aufhalten. Mach die Waffen des Dunkels. Wow, hast du gesehen, wie krass der König ist? Niemand ist so stark wie er. Du schaffst uns nicht alle. Ja, hau nur ab. Hey, ich wäre dran gewesen. Nee, der König hat einen Kampfvorteil. Er darf zuerst. Das ist ja unmenschlich. Macht nichts, sind ja nur die Bösen. Stimmt, weiter, König. Die Mauren sind unaufhaltsam. Oh Mann! Voll ekelhaft, aber nicht genug, um uns zu besiegen. Oh Mann! Gegen uns alle hast du keine Chance. Die Wachen des dunklen Hofs sind alle Muschis. Zeig sie ihm, König! Das kitzelt den König nicht mal! Los! Wir müssen ins Kastell! Geh zur Seite oder sterbt! Wir gehen durch diese Tür! Niemals! Ach ja, und warum nicht? Das alles hier vorne ist Lava! Oh Mann, echt jetzt? Das ist alles Lava? Ja, alles von hier bis da ist Lava. Da könnt ihr nicht durch. Zack! Los jetzt, gehen wir rein. Geht nicht, die sagen, alles vor der Tür ist Lava. Oh, das ist voll unfair. Was machen wir jetzt? Was macht ihr jetzt? Ihr sterbt! Lasst den Drachen los! Ein Drache? Wir sind am Arsch. Das ist der Drache, der brüllt. Er ist sauer. Oh Mann, ist er immer noch nicht tot? Wow, hat er gerade einen Drachen angefurzt? Ja, auf jeden. Weich bloß den Feueratem aus! Bleib nicht da stehen, wo er dich erwischt! Ach, unser König ist ausgewichen! Ach, verdammt! Okay, wenn ihr Feueratem kriegt, dann kriegt unser König den Hammer der Gottesherrschaft! Auto! Auto! Runter von der Straße, Drecksplagen! Okay! Wie ich gerade sagen wollte, keiner hält den König auf, er ist allmächtig!
Drachen! Oh, Kacke! Drachentöter! Oh mein Gott, er hat den Drachen besiegt! Unglaublich! Das Kind ist der Wahnsinn! Vielleicht gibt es einen Weg durch die Garage, mein Herr. Wow! Wenn es einen Weg durch die Garage gibt, wird der König ihn finden. Ja, nur der König kann den geheimen Weg durch die Garage finden, also falls es einen gibt. Wow, König Saftsack ist so ein guter Kämpfer. Habt ihr gesehen, wie er die Leiter hochgeklettert ist? Er ist wirklich der mächtigste König aller Reiche. Scheiße, er ist Wahnsinn. Sprich, Barde, was ist mit dem Stab der Wahrheit geschehen? Der Zauberer ließ ihn ins Meer werfen. Lügner, du wirst den Zorn der Mauren spüren. Rührt ihn nicht an, ihr Heiden. Gebt den Baden frei, sonst bekommt ihr es mit dem König zu tun. Der König. Es heißt, er tötet Drachen mit nur einem Hieb. Ganz recht, und wenn ihr nicht... Moment, wo ist der Zauberer? Ich dachte, er wäre bei euch. Nein, wir haben vorhin einen Notruf von ihm bekommen. Der Zauberer ist fort. Mein Name ist Kuhn, ich komme aus der Zukunft. Hey, wir wollten das nicht mehr spielen. Ja, wir sind verfeindet, was soll das? Ich sag's euch. In meiner Zeit herrscht das Verbrechen und Katzen verschwinden. Ich muss das Team wieder zusammenbringen. Hey, nicht einfach das Spiel wechseln, wo ist der Stab der Wahrheit? Halt's Maul mit dem Scheißstab. Eine Katze ist in Not, mit der wir das neue Verbrechersyndikat finden. In der Zukunft. Syndikat? Klingt eine Nummer zu groß für Kuhn und Friends. Willst du etwa, dass die scheiß Freedom Pals die Katze finden, $100 einstreichen und ihr Superhelden-Franchise berühmt machen? Fick die Freedom Pals, Alter! Genau. Schatzi Pups, es klingelt ganz laut in deinem Spielzimmer im Keller. Der Kuhn-Alarm. Kommt, Kuhn-Freunde, holt euer Zeug und meldet euch im Kuhn-Versteck. In der Zukunft. Kuhn und Friends sammeln! Sorry, ihr könnt nicht mitspielen. Wir sind jetzt Superhelden und ihr Loser. Mich hat niemand gefragt, ob ich Superheld spielen will. Wir könnten ja auch was ohne dich spielen. Zum Beispiel... Ich schließe mich vielleicht einer Gang an. Das könnte der Arschtritt sein, den ich brauche. Wir könnten alle zu mir gehen und deprimiert Löcher in die Luft starren. Ich bin Depri. Ich wollte lernen, wie man Pfeile befiedert. Wir könnten ja auch was ohne dich spielen. Zum Beispiel... keine Ahnung. Weil der Star Trek spielt? Ich bin Spock. Oh, hallo. Die Jungs sind in ihrem Spielzimmer im Keller. Alles mit dem Goldgriff kannst du öffnen. Probier's aus. Das ist ein Schlüsselobjekt, könnte wichtig sein. Badezimmer betrittst, solltest du ruhig auch mal auf den Topf gehen. Auf der Toilette gibt es feine Sachen für dich zu holen. Viel Glück, Kumpel! Thank you.
Officer. Irgendjemand hat anscheinend Lava vor meine Tür gekippt. Nein, sie ist nicht heiß, aber mein Sohn hat mich gewarnt. Er meinte, Mom, fällst du in den Lavasee, schmuggelst du wie Frikassee. Ja, stimmt. Er hat auch gesagt, Mom, fällst du in den Graben, dann fressen dich die Raben. Woher wissen sie das? Dich. Mom. Vielleicht sollten wir ins Raisins gehen. Die Kellnerin könnte was wissen. Das reicht nicht, Mosquito. Wir müssen schnell handeln, bevor es die Freedom Pearls tun. $100 Belohnung. Die könnte unser Superhelden-Franchise gut gebrauchen. Die Katze sieht ziemlich alt aus. Vielleicht liegt sie ja tot im Straßengraben. Jungenkeit, muss ich dich daran erinnern, dass die Freedom Pearls schon 100 Follower auf Instagram haben? Wir haben 6. Uns 5 und Billy Turner, und der hat rote Haare. Wir brauchen einfach mehr Follower. Aber wo sollen wir suchen? Die Katze könnte überall sein. Wir müssen uns aufteilen. Mosquito, schwirr los und such die Stadtparts ab. Alles klar. Mosquito schwirrt. Humankind, sieh dich in den Bäumen um. Und du checkst die Gullis, Super Craig. Wusch! Super Craig! Blitzfreak, du flitzt mit deiner übermenschlichen Schnelligkeit zur Bürgermeisterin und sagst ihr, wir sind dran an dem Fall. Keine Sorge, Kuhn. Verlass dich drauf. Blitzfreak wird da sein wie der Blitz. Entschuldigung. Super Craig? Super Craig hier, Kuhn. Hörst du mich? Super Craig, scheiße, wo bist du? Ich wiederhole, scheiße, wo bist du, Super Craig? Na super. Ist jetzt das Sicherheitssystem kaputt? Was soll der Scheiß? Normalbürger haben im Kuhn-Versteck nichts zu suchen. Wir spielen Superhelden und du bist kein Superheld, also verpiss dich, okay? Okay, du kannst zuschauen, wie wir Superhelden spielen, solange du nicht störst. Mach dich nützlich und hol mir das Defernessy-Gerät da drüben. Und wir sind alle tot. Kacke, hör auf. Hey, du sollst nicht damit rumspielen. Du findest echt das Defernessy-Gerät nicht? Superhelden benutzen den Untersuchungsmodus. Das hat ja ewig gedauert. Das Defernessy-Gerät aktiv. Piep, 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 piep. Du willst also ein Superheld werden. Mit den großen Spielen. Ach, na mal sehen, vielleicht könntest du nützlich werden. Setz dich an den Tisch, Saftsack. Was haben wir denn hier über Mosquito? Oh Mann, ist das überhaupt Menschensprache? Okay, um Superheld zu spielen? Du brauchst eine Superheldenpersönlichkeit. Dann kannst du deinen Charakterbogen auf Kunstagram ausfüllen. Hast du einen Kunstagram-Account? Oh, du bist noch nicht mal auf Kunstagram. Okay, ich kann ein Profil für dich erstellen. Einfach nicht zu fassen. Als erstes brauchst du eine Klasse in deinem Profil. Also, welche Art Superheld du bist. Weil du neu hier bist, stehen erstmal nur 3 zur Auswahl. Brutalist. Blaster. Speedster. Brutalist. Ein Brutalist. Nur Mucki ist kein Hirn. Passt zu dir. Oh, sag aber jetzt müssen wir herausfinden, welches schlimme Erlebnis dich antreibt. Weißt du, alle Superhelden haben eine ergreifende Geschichte, durch die ihre Kräfte eine Bedeutung erhalten. Gehen wir also in deine Kindheit zurück. Du lagst hellwach in deinem Bett, wie auch so viele andere Nächte, weil du wusstest, dass du anders als der Rest bist. Du bist zum Spiegel gegangen. Du hast einsam in den Spiegel geschaut und da ist es passiert. Ein lautes Geräusch. Du warst dir sicher, dass deine Mutter um Hilfe ruft. Du bist nach draußen. Vor der Schlacht.
Schlafzimmertür deiner Eltern standen zwei Einbrecher. Du musstest sie aufhalten, damit sie ihnen nichts antun. Und so hast du zum ersten Mal deine übermenschliche Kraft benutzt. Als Brutalist knacktest du mit den Knöcheln und machtest dich bereit. Deine Antwort war ein gezielter, brutaler Schlag. Zurückgeschlagen drehte sich sein Kopf. Scheiße, bist du ein Superheld oder so? Schwach schlug er zurück. Als er schon in den Seilen hing, stürzten sich von hinten zwei weitere Schurken ins Getümmel. Also wandtest du dich deinen neuen Gegner zu. Du stürztest auf sie zu. Deine Abwehrspirn-Technik stieß den einen Einbrecher in den anderen. Au! Du hältst dich für stark, aber du hast keine Chance gegen meine super Drogenabhängigkeit. Der Erste kam zurück und boxte dich. Sie hatten dich da, wo sie dich wollten. Wir haben dich genau da, wo wir dich wollen. Was wirst du jetzt machen, Superheld? Doch sie freuten sich zu früh. Dein Darm entfesselte eine mächtige Dröhnung. Scheiße, wie eklig! Ah, ich ertrag's nicht mehr! Ha, einer der Schurken war so angeekelt, dass es ihn buchstäblich erledigte. Nach der Flucht seiner Gefährten kam der größte, hässlichste Eindringling näher. Er vergrub seine Fäuste in dir. Doch so reizte er nur dein tiefstes Inneres. Was absolut Brutales. Los, benutzt die Kraft! Hey, ja, voll cool, Alter. Und so hast du sie besiegt. Alles schien in Ordnung, aber dann kamst du zur Tür deiner Eltern. Was du dann sahst, veränderte dein Leben und brachte dich dazu, Verbrechen zu bekämpfen. Du kamst zu spät, denn hinter dieser Tür sahst du deinen Dad, deine Mom vögeln. Wow, was für eine Vorgeschichte. Du bekämpfst Verbrechen, weil du den Anblick nicht vergessen kannst. Wie dein Vater, der Mann, dem du vertraut hast, deine Mom fickt. Und das ist das große Trauma deines Lebens. Okay, jetzt bist du bereit für deine erste Mission. Ich will, dass du in die Stadt gehst und so viele Kunstagram-Follower sammelst, wie du kannst. Nur so kann unser Franchise überleben. Sammle auf Kunstagram so viele Follower wie möglich. Vielleicht darfst du dann mitspielen. Du bist aber goldig. Oh, ein Selfie. Davon habe ich mal gehört. Oh, wunderbar. Wir sehen uns dann im Internet. Instagram ist ultra cool. Schau doch mal rein. Niemals. Ich mach doch kein Selfie mit einem Niemand wie dir. Naja. Du hast den Rand des bekannten Universums erreicht. Dahinter liegen die Grenzen von Raum und Zeit.
Alter, damit meine ich, dreh um. Ich mache ein Selfie mit dir, wenn du mehr Follower hast, okay? Chica Pyjama, wenn du Butters siehst, sag ihm, er hat wieder Hausarrest. Na, bist du auf Erkundungstour durch unser Haus? Was für ein Spaß! Zum Glück sind unsere Wertsachen sicher in unserem Schlafzimmer. Oh, zu viel gesagt. Oh, der König ist wieder da. Ich will aber nicht Superhelden spielen. Ich mach doch kein Bild mit jemandem, der so wenige Follower hat. Was? Nein, nicht jetzt. Hey, du hast ihn aufgekriegt. Du hast's echt drauf, kleiner Superheld. Ein Selfie? Klar, leg los. Okay, cool. Okay, Schätze, du bist beliebt genug für ein Selfie. Okay, Schätze, du bist beliebt genug für ein Selfie. Jetzt sind wir wohl Freunde. Keine Sorge, Schatz. Wenn ich tot bin, tut es... Das sind genug gemeinsame Freunde für ein Selfie. Nicht übel, Wunderarsch. Du sammelst schnell Follower. Weiter so. Ein paar von den Kuhnfreunden erreiche ich nicht. Schau doch mal nach, was los ist.
Okay, ich schätze, du bist beliebt genug für ein Selfie. Jetzt sind wir wohl Freunde. Okay, mach mir ein Selfie. Cool, jetzt folgen wir einander. Wer macht denn so etwas? Das ist voll gemein. Hey, du, weißt du was darüber? Irgendwer zerkratzt nachts das Auto meiner Frau. Jede verdammte Nacht. Ich dachte, es wäre eins von euch Kids, aber hier. Komm mal her, schau dir das an. Wer auch immer das Auto zerkratzt, hinterlässt Nachrichten. Klingt irgendwie nach einem eifersüchtigen Liebhaber. So einfach vergisst du mich nicht. Ich dachte, wir hätten was Besonderes. Ich werde allen von dir erzählen, du Schlampe. Ich will den Scheiß nicht ständig rauspolieren. Wenn du heute Nacht den Kerl erwischst, der das Auto meiner Frau zerkratzt, folge ich dir auf Coonstagram. Glaub mir, du willst mich als Follower. Ich bin hier ein hohes Tier. Ich brauche ein Gummi für meinen Willi, Billy. Hast du ein Kondom? Ich vermisse meinen Hund Patches und sein fröhliches Sabbermaul. Patches hätte mir Kondome gebracht. Hat dich deine Oma so angezogen? Gott sei Dank muss ich nicht du sein. Hallo, ich bin Tauli, dein Spielkumpel. Denk dran, wenn du bei jemandem zu Hause rumschnüffelst, check immer den Kühlschrank. Es gibt immer geilen Scheiß im Kühlschrank, den man klauen kann. Mensch, Billy, bist du groß geworden? Ah, du hast also den Wolkenpalast erreicht. Das ist Humankinds Basis. Vielleicht ist er ja da. Zur Hölle bist du? Ernsthaft? Ich schicke einen Notruf und du schickst einen neuen? Du bist so ein Arschloch-Kuhn. Tut mir leid, aber das hier ist für einen Anfänger eine Nummer zu groß. Es gab eine Anomalie im Universum. Ein anderes Ich, Humankind aus einem Paralleluniversum, ist hier aufgetaucht und macht alles kaputt. Er ist oben in meinem Zimmer. Nichts kann ihn aufhalten.
Der andere Human Kite ist direkt hinter dieser Tür. Ich kann natürlich nicht selbst gegen ihn kämpfen. Scheiß Paradoxon und so. Also musst du ihn ausschalten. Du musst ihm dermaßen in den Arsch treten, dass er sich verpisst in sein Universum an der Ostküste. Bereit? Schnapp ihn dir! Zoom! Oh, hey, Kyle! Ich bin wieder da! Wen hast du da mitgebracht? Spielt der auch mit? Also, alternatives Ich, Zeit, dich in dein Universum zurückzujagen. Was, Kyle? Wir sind doch ein Team, oder? Ich bin nicht aus dem anderen Universum. Wir sind super allerbeste Kumpels. Wie du siehst, rennt er hier rum und ruiniert den Ruf des Human Kite. Er will mich vernichten und meine Kräfte schwächen. Nein, nein, ich bin nur 2 Wochen bei meinem Cousin und wollte Superhelden mit ihm spielen. Und Kyle fragt, okay, welcher Superheld willst du sein? Und ich sag, ich bin Human Kite. Da sagt er, das geht nicht, ich bin Human Kite. Ich sag, warum können wir nicht beide Human Kite sein? Also bin ich zu Tante Sheila gegangen und hab gesagt, dass wir beide Human Kite sein wollen. Und sie meint zu ihm, tu was er will, er ist unser Gast. Erinnerst du? Jetzt pass mal auf, alternatives Ich. Es ist Zeit, dass du lernst, dass Superheldenspielen echt wehtut. Los geht's, du musst jetzt mein anderes Ich vernichten. Oh Gott, wir müssen kämpfen? Genau, du willst spielen, dann aber nach meinen Regeln. Also gut, ich tue alles, um wie mein Cousin zu sein. Mach dich bereit, Schwächling. Ich hab nicht viel trainiert, wir spielen ohne Kontakt, oder? Vollkontakt, kein Training. Oh, das geht nicht. Ich habe meine Knieschoner nicht dabei. Jetzt! Schnapp ihn dir! Cousin Kyle, zusammen können wir ihn stoppen. Lieben gerne, aber die Regeln für Paralleluniversen verbieten es. Oh Gott, das Gebrechen hat mir doch gefehlt. Oh je, so viele Entscheidungen in diesem Spiel. Wie wär's mit nicht mitspielen? Ist auch eine Möglichkeit. Sei doch nicht albern. Leute, Pause! Mir ist ganz schwindelig! Doch, bitte nicht! Okay, mein Innenohr hat sich beruhigt. Der letzte Treffer zählt nicht, oder? Ich mach den Schaden wieder rückgängig, ja? Typischer Paralleluniversums-Bullshit. Auszeit, ich brauch mein Asthma-Spray! Cousin Kyle hat meine Auszeit ignoriert. Mein Asthma geht immer los, wenn ich mich anstrenge. Ich fände es viel fairer, wenn ich ein Schild hätte. Irgendetwas, wie diese Tora-Rolle. Die hat auch einen großen ideellen Wert. Alter, Human Kite ist ein Alien. Das hat nichts mit dem Judentum zu tun. Und keine neuen Superkräfte mitten im Kampf. Die ist nicht neu, die ist in meinem alternativen Universum konform. Ich hab ne Magenverstimmung, ein Teechen wäre gut. Ich finde, ich sollte den nächsten Zug machen dürfen, weil der neue Freund bei meiner Auszeit nicht gewartet hat, also bin ich jetzt dran. Willst du mich verarschen, du schummelst? Das war nicht zu fest, oder? Ich will niemanden schlimm verletzen. Oh, verdammt! Jetzt kommt meine super ultimative Kraft. Bereit? Bereit? Oh Gott! Okay, der Zorndrachen aus einem anderen Universum! Zurück. Mein Ohr ist von den 14 ganz wund. Ich muss unbedingt Salbe drauf schmieren. Wie kann ich dir nur danken? Melde dich einfach, wenn du mal Hilfe brauchst, okay? Hi, ich bin Tauli.
Wenn du ein Haus betrittst, kannst du ruhig alle Schubladen, Schränke und Türen öffnen. Hui, da! Das hat einen Goldgriff.